Hier soll es darum gehen, wie man den Winkel zwischen zwei Vektoren bzw. zwei Geraden ausrechnet. Wir können beides gleichzeitig behandeln, weil die Rechnung die gleiche ist. Also wir haben eine Gerade g und eine Gerade h. Und beide Geraden schneiden sich unter dem Winkel Alpha, wobei bei der Rechnung immer der kleinere Winkel gemeint ist. Also bei einem Schnittwinkel könnte man auch meinen, dass man zum Beispiel diesen Winkel haben möchte. Die Rechnung gibt aber immer den kleineren Winkel. Okay, und dann brauchen wir noch Richtungsvektoren. Und zwar bekommen die Gerade g den Richtungsvektor namens v. Und die Gerade h bekommt einen Richtungsvektor namens w. So, ich habe sie jetzt so ein bisschen daneben gezeichnet, damit man sie besser sieht, aber eigentlich sollten diese auf den Geraden liegen. So, dann gilt Folgendes für den Winkel Alpha zwischen den beiden Geraden g und h. Also der Winkel Alpha zwischen zwei, ganz wichtig ist, dass natürlich sich die Geraden schneiden, also zwischen zwei sich schneidenden Geraden. So, die bekommen jetzt einen Namen, g und h wollen wir sie nennen. Und wir brauchen auch die Parametergleichung bei der Geraden. Also die Gerade g soll einen Stützvektor p haben plus t mal v, also den Richtungsvektor v, und die Gerade h mit dem Stützvektor q plus s mal den Richtungsvektor w. Und nicht zu vergessen, also ganz wichtig ist, dass wir die Parameter angeben. Also diese sollen alle reellen Zahlen sein, sonst hätten wir keine Geraden. So, dieser Winkel entspricht dem Winkel zwischen den beiden Richtungsvektoren. Und die hatten den Namen v und w. Ich schreibe das gerne folgend, also so ein Winkel. Das ist mein Winkelzeichen und Klammer auf g, h bedeutet, das ist der Winkel zwischen der geraden g und der geraden h. Und dieser ist gleich dem Winkel zwischen dem Vektor v und dem Vektor w. So, wie berechnet man das Ganze? Also jetzt nenne ich den Winkel wieder Alpha, so wie der hier steht. Wir brauchen die Umkehrfunktion des Cosinus. Und diese Funktion wenden wir auf das Skalarprodukt beider Vektoren geteilt durch das Produkt der Längen der beider Vektoren. So, damit kann man den Winkel ganz allgemein ausrechnen. Es gibt aber einen Sonderfall. Das schreibe ich hier als beziehungsweise. Alpha ist 90 Grad, wenn das Skalarprodukt der beiden Vektoren 0 ist. Also wenn man jetzt das Skalarprodukt berechnet hat und ein 0 rausbekommen hat, kann man sich die, ups, hier geteilt durch vergessen, kann man sich das Berechnen der Vektorlängen sparen, weil der Winkel ist dann 90 Grad. So, gucken wir uns ein Beispiel an. Die Gerade g mit dem Stützvektor 1, 1, 1 und dem Richtungsvektor 1, 2, 3 und die Gerade h mit dem Stützvektor auch 1, 1, 1. Hier sehen wir, dass sich die Geraden schneiden, weil sie ja den gemeinsamen Stützvektor haben und die schneiden sich also in dem Punkt 1, 1, 1. So, und den Richtungsvektor 4 minus 5
und 6. Und auch hier die Parameter sind alle reellen Zahlen. So, und jetzt arbeiten wir uns einfach durch. Zuerst berechnen wir das Skalarprodukt. So, das Skalarprodukt wird so berechnet, dass wir die Einträge, jeweilige Einträge miteinander multiplizieren, also 1 mal 4. Dazu wird das Produkt der zweiten Einträge addiert, also 2 mal minus 5. Und dann plus 3 mal 6. So, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verrechne. Also 4 minus 10 plus 18. So, und das müssten 22 minus 10, also 12 sein. So, dann brauchen wir noch die Längen beider Vektoren. Also die Länge des Vektors v ist nichts anderes als 1 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat und daraus die Wurzel. Das ist die Wurzel aus 14. Und die Länge des Vektors w berechnen wir, indem wir diese Einträge quadrieren, summieren und am Ende die Wurzel ziehen. Also 4 zum Quadrat plus minus 5 zum Quadrat plus 6 zum Quadrat. So, das ist also 16 plus 25, das müssten 41 sein und 6 zum Quadrat sind 36, 41 plus 36 müssten 77 sein. Also wir haben jetzt die Vektoren der Länge Wurzel 14 und Wurzel aus 77. Und der Winkel Alpha ist dann die Umkehrfunktion des Cosinus von vom Skalarprodukt V und W geteilt durch das Produkt beider Längen. Jetzt können wir die Zahlen einsetzen. So, das waren 12 geteilt durch Wurzel aus 14 mal die Wurzel aus 77, Klammer zu. Und an dieser Stelle müsste man den Taschenrechner nehmen. Die Umkehrfunktion des Cosinus finden wir hier neben dem Gleichheitszeichen unter Trig, also das ist die Abkürzung für Trigonometrie, die Dreieckfunktion. Und dann nehmen wir die Umkehrfunktion des Cosinus, also Cosinus mit Exponenten hoch minus 1. So, dann hatten wir das Skalarprodukt, das waren 12, geteilt durch Klammer auf, Klammer zu. Jetzt brauchen wir die Wurzel aus 14. Na, die Wurzel hätte ich gerne, also blaue Taste und dann das mit den Quadrieren und mal die Wurzel aus 77. So, wenn wir jetzt auf Enter drücken, bekommen wir den Winkel. Also der Winkel ist ungefähr 68,56 Grad. So, an dieser Stelle muss man aber darauf achten, dass man den passenden Winkelmaß hat. Und zwar finden wir das unter Doc und dann Einstellungen und Status und Dokumenteneinstellungen. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir den Winkel in Grad haben, sonst werden die Winkel in zum Beispiel Bogenmaß oder Neugrad berechnet, aber an dieser Stelle ist es aber sinnvoll, den Gradmaß zu wählen.